Freunde, das erste Mal LL Cool J, Murder Cram Dö featuring Eminem. Wenn der Content gefällt, lasst mal gerne ein Abo da, lasst mal gerne ein Like da. Einmal die Glocke schalten, wenn du kein Video mehr verpasst, wir springen direkt rein in die Reaction. Here we go. Ich dachte, da gäbe es ein Musikvideo dazu. Do you remember first time you heard the legend in leather? The career ended with the rogue killer stopped to his fender. I'm on another bender, drunk off the power to make a coward surrender as I devour. The Legend in Leather? Yo, gab's da auch, by the way, ich gehe mal stark davon aus, dass es ein Murder Gram Teil 1 dazu gab. Oh, hört sich das fett an. Ist wirklich zum ersten Mal LL Cool J. Do you remember first time you heard the legend in leather? The career ended with the rogue killer stopped to his fender. I'm on another bender, drunk off the power to make a coward surrender as I devour contenders. Talking valor, whoever your head is about to get set. Ey, was ist das? Warum können die Amis so geile Beats zaubern? Das hatte ich letztens auch schon gesagt bei Eminem und Toby. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Beats sind so epic. Of the power that make a coward surrender as I devour contenders. Talking valor, whoever your head is about to get seven. Then about to with pleasure, I'm pouring out, I'm a redder. Homies, I won't forget them, so tap the bottle and pour it. Supermodels, I ignore them later on, it's like pouring reincarnation of the ripper. I give stitches and chest zippers. Cinderella's get propelled out the glass slippers. Time is ticking, giving ass whippers. How we keep the cash slipping. What a super duper stranger, but I can't understand a single word you're saying. I think you have syrup brain. About to finish you like polyurethane. All that molly poly shirt is. Yes! Eminem ist wirklich der Goat. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde ihn so großartig. Und jetzt wirklich auch hier hands down. Ey, der Track ist wahrscheinlich, auch wie der Titel schon heißt, ne, Murder Gram Teil 2. Geht wahrscheinlich irgendwie so ab, rasiert durch die Szene. Soll, ich will nicht sagen flexen oder so, ne, aber so vielleicht so die Skills zeigen. Lyrisch jemanden um die Ecke begleiten und das, also LL Cool J, sein Einstieg war schon epic. In a single word you're saying, I think you have syrup brain. About to finish you like polyurethane. All that molly poly sure to drain your spinal fluid from your vertebrae. This the murder spam and I brought my murder game. My shit fire, that is why you log on it like Duraflame. As far as boulevards, I'm talking about farmers like insurance claims. I just blew your girl away, but she on someone's growing lean. I call that fucking Hulk Katrina, somebody better give her a cane. And that's on everything, but she left my heavy chain. My yellow diamond shining, got a whipping like lemon meringue. Stripping in front of. Oh mein Gott, hört sich das gut an. Jetzt mal ohne Witz, das hört sich so gut an. Boah, das klingt so, ich komme nicht drüber hinweg, das klingt so großartig, so fett, so oldschoolig, aber trotzdem noch so neu und so fresh. Ich weiß nicht, was, also wisst ihr, was ich meine? Es hat so wirklich so, auch visuell, klar, stimuliertes, so, aber auf der anderen Seite, es hört sich so glasklar, mega schön produziert an, aber die Art und Weise, wie der Beat gestaltet ist, das finde ich sehr, sehr spannend. Testing my rifle, get blessings in my disciples, professional. I'm a sniper like 8 miles away. Me, I'm also doing burners with dirty burners. Break them down and melt them in the furnace. Unapologetic, and we're gonna cause a headache. Me and Ella about to set it. We about to murder Grammy. Anyone and y'all can get it. So you might as well forget it. Either way, you will regret it. Cemeteries where you're headed. Yeah. Come on. Message in the chorus, you bastards got nothing. Ey, ich wurde heute gerade auf dem Stream gefragt, wer meine Top 3 Rapper sind, ne? Im deutschsprachigen Bereich sowie im englischsprachigen. Im englischsprachigen ist wirklich safe Eminem. Einer der großartigsten Rapper, die ich jemals gehört habe, wirklich. Ich bin wirklich sehr, sehr spät zur Party dazugekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, M begeistert mich immer wieder. Aber auch LL Cool J, der hat irgendwie so, ich weiß nicht, der ist auch schon ein bisschen ein paar Jahre älter, der junge Mann, ne? Aber es hört sich so geil an. Forest, the overlord is the rawest. I ain't talking about a rent a car when I'm pulling the Taurus. It's Halloween, them candy bars that get you killed in the forest. We are lyrically lawless. Stack of money, hardest. Start to make you forget all that slick and shit that you thought of. Blow your mind with the sword off. Just. Das macht einfach gute Laune. When you thought it was safe, we busting at you from the rake. They hitting the donut and nothing sweet when we come into play. I say that you ain't fucking with wine. Do not mean kisses blue, but I got the potential to fucking flip when I mention with a pension to come back with a vengeance. Like Jack the Ripper, ripping, just giving you a sample of fucking snippet. Like sisters do now when I hit the booth, I think of the days I. Oh, wait, mach wieder double time. When I was quick, the fool used to fly off the handle like a fucking witch's broom. I called it plucking flowers cause I was so quick to pick a tulip. Click, click. Like it's petunia, sick medulla. But thanks to Cool J, he created a monster. Yeah. Spaghetti sauce and mozzarella on a tray full of pasta. You got a couple of motherfucking train killers on ya. And I'm just. Die musikalische Lasagne wird hier gebaut. Ey, wie krass ist das?
ich sag's ja immer, ne? Falls du mich noch nicht kennst, ich sage immer so, es wird so eine musikalische Lasagne gebaut. Wie viele Schichten, wie viele Layer sind auf dem Track drauf? Und es hört sich wirklich so geil an, weil es einfach sich so vielschichtig anhört. Und ja, die Lasagne schmeckt safe. Being as Frank Sinatra, when I be saying that I'ma keep this shit gangster as mobsters. But when you got fanatics going so crazy, they mob ya. Looking like organized crime because you can't get a mafia. And all your motherfucking enemies, they wanna off ya. Like Hoffa, and dump your body in Lake Minnetonka. That's how you know. Preach, Eminem, preach. Das Ding ist ja, auch bei dem Track ist es das, was ich vermutet habe, ist er jetzt nicht so, finde ich persönlich, so wahnsinnig tiefgängig oder so irgendwie, sondern na, das ist halt so ein LL Cool J und Eminem zeigen ihre Skills so auf dem Track, wie gesagt, und legen halt lyrisch so die ein oder anderen Rapper oder die ein oder anderen Shots fired hier und da. Und es klingt so gut und es braucht auch eigentlich nicht mehr. Also ich finde, bei Murdergram 2 auf dem Track hat LL Cool J und Eminem einen schönen Anteil. Also beide haben coole Anteile, im wahrsten Sinne des Wortes, die da so gewichtet werden. Von den Rap-Parts her, da ist jetzt keiner irgendwie, weiß nicht, ich würde es nicht sagen, LL hat einen größeren Teil oder Eminem oder so. Ich finde, es klingt einfach wahnsinnig geil gut. Und das wollte ich auch nochmal sagen, man muss halt immer die krass tiefgängigen Tracks haben, damit sie irgendwie feier sind, oder? You fucking saw and you came and you conquered. Vinny, Diddy, DJ, stomping and making them bark. Now women treat me like BDK, the king, and they feed me grapes. Either way, I got more on my plate than an oil beneath my face. So better pick a BC day, cause your history is shady. Is they about to set it on you like a TV tray, man. I see the way people say I'm so evil. They fucking think that Timothy McVeigh and my DNA are... Timothy McVeigh? Das war doch Oklahoma City. Der Oklahoma City Bomber, oder? On you like a TV tray, man. I see the way people say I'm so evil. They fucking think that Timothy McVeigh and my DNA... Timothy McVeigh, auch wieder das akzentuiert in der Aussprache. Das ist krass. Das ist ein cooles Musikvideo. Ich meine jetzt nicht tiefgängig im Sinne von, also ich meine jetzt den Inhalt, ne? Ich meine jetzt nicht die Skills oder so, weil die sind schon extra, extra, extra nice. Wirklich Triple Style mit einem extra Schuss Skill on top. Das hört sich so geil an. Ich weiß nicht, ob ein anderer Rapper das genauso gut könnte, aber Eminem ist da wirklich so Vorreiter, oder? Ich weiß nicht. Ich höre den Typen und denke mir so, wie gut kann er schnell, kann er langsam verschiedene Techniken einsetzen. Das ist schon krass. DNA are exactly the same, but when I leave this game, things just ain't gonna be the same. But it's a need to change, and I'm the meter maid. Go ahead and crack a bottle, cause this is E&J, meaning me and James. Auch im Hintergrund ist das ist so geil. Ich finde, wie gesagt, ich finde amerikanische Rapper, ich weiß nicht, was es ist, ne? Producer, Rapper, die können irgendwie sind die Beats da anders, ich weiß es auch nicht. Got that avocado, and we the sociopaths, and we got your hoe on our laps, and we're going back to Cali so she can blow on our sacks. I don't think so. Can blow on our sax. Okay, auch hier die Doppeldeutigkeiten, das Saxophon und habe ich schon erzählt, dass ich einen Leistenbruch habe? Weil ich es gerade, wo ich so nach unten gucke. Wirklich, for real. And I'm the meter maid. Go ahead and crack a bottle. Cause this is E&J. Me and James. Got that avocado. And we the sociopaths. And we got your hoe on our laps. And we're going back to Cali so she can blow on our sax. I don't think so. Er hatte am Anfang gesagt, Legend in Leather, ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht, aber das hat sich viel danach angehört, dass LL Cool J vielleicht Sachen reingebaut hat, die so seine Karriere ansprechen, vielleicht aus dem einen oder anderen Song, vielleicht aus Murdergram 1 oder aus anderen Songs. War richtig nice. Was? E-Class? Ist das wirklich so? First Producer Manager? Ich dachte, die hätten safe kein Bands hier reingelegt. Egal, auf jeden Fall richtig geiler Song, meine Freunde. Schreib mir doch gerne in den Comments, wie dir der Song gefallen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, war wirklich fresh, richtig nice, hat sich gut angehört, ein bombastischer Beat, epic. Die beiden, würde ich mal so sagen, Rap-Urgesteine aus dem amerikanischen Rap her. Richtig krass, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, mir würde es die Welt bedeuten. Würdest du mir ein Abo da lassen, einmal die Glocke schallern, einmal den Like-Button anhauen, damit du kein Video mehr verpasst. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Andi. Ciao, ciao. Und by the way, das mit dem Leistenbruch war wirklich No-Joke oder so, ne? Ich musste gerade mit Blowern auf Sex und da dachte ich so, oh, ja, aua. Naja, wird gefixt. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Andi.